Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 21 von City Skylines. Ja, so kleine Probleme sind da, und zwar ist ein Patch rausgekommen, den ich auch benutzt habe, beziehungsweise das Team das gemacht hat. Und damit läuft das Spiel irgendwie nicht mehr, wenn man, sag schon, Safe Games laden will. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und feststellen können, dass wenn ich Steam offline stelle, das Spiel dann doch funktioniert. Vielleicht ist es dem einen oder anderen eine Hilfe, dass er seinen Spielstand weiterspielen kann, bis vielleicht ein neuer Patch rauskommt. Mal schauen. Okay, wir müssen erstmal hier den Bulldozer rausholen und dann hier in unserem schönen. Jetzt ist der kaputt, ne? Ja, okay, das ist manchmal ein bisschen schlecht zu sehen. Der weg. Haben wir sie alle? Ne, da sind auch noch schon wieder welche. Wer weiß, wie oft noch welche sind, ne? So. Aber es sind zu wenig Arbeiter da, das heißt, wir brauchen mehr Arbeiter. Ja. Vielleicht sollten wir noch ein paar Straßen hier hinten bauen, wo wir dann Arbeiter hinschicken können, oder? Das klappt nicht ganz. Das ist auch nicht passend. Das ist passend. Baue ich jetzt erstmal hier einfach eine Straße rein. Machen wir mal bis hierhin. Das will ich nicht. Das passt nicht ganz. Das passt perfekt. Okay. Ist da richtig? Ja. Passt auch. Gut, das heißt, wir werden hier gerade gucken, dass wir Wasser haben. Haben wir nicht, müssen wir also auch noch machen. Na, jetzt habe ich es ausgemacht. Wollen wir ausmachen? Ich muss nur da draufklicken, dass das Wasser fließen kann, ne? Ja, sieht doch ganz gut aus, so, oder? Gut, okay, das Wasser läuft. Grundstücke ausweisen. Sieht gut aus, oder? Dann können da wieder welche wohnen. Was wir da hinten raus machen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal weiter, wenn es dann soweit ist. Hier geht es immer weiter mit den Fabriken, die keine Funktion mehr haben, weil sie keine Arbeiter wahrscheinlich haben. Und da ist auch noch eine. So, dann wollen wir hoffen, dass wir ein paar neue Bewohner hier kriegen, die dann definitiv. Sag schon, hier arbeiten gehen. Also es nimmt zu. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie Arbeiter. Reißt schon alles ab. Ich glaube, das ist schon 10 oder 11 Mal aufgebaut wahrscheinlich. So. Ist das hier eine Einbahnstraße eigentlich? Ja, sieht so aus. Wir haben ja Rechtsverkehr angewählt und die fahren auf der linken Seite, müsste also richtig sein, ne? Gut. Ja, weil ich die Bäume fälle halt, ne? Meine Sache, oder? Toller Urlaub, super. Oh, Müllabfuhr ist auch schon schlecht drauf. Cool. Da müssen wir gucken, was der Müll macht, ne? Ist er so schlecht? Oh. Das ist der Müllverbrennungsstatus und das ist die Auslastung. Super. Ja, 7280 Tendenz wird wohl besser werden. Wo sind sie denn da? Ha, falsch. Erst den. Erst den. Dann den. Und da fehlen immer noch Leute. Hier einziehen, zack, zack. Was haben sie? Passt doch alles. Okay. Ich glaube, diese dicke Straße, die können wir mal gerade noch nach da unten weiterziehen, ne? Machen wir die mit den Bäumen, die haben wir, glaube ich, da auch schon, ne? Okay, wie geht das hier so weiter? So,
Nur Stromleitungen sind gekappt, aber ich glaube, ist eigentlich auch egal, weil wir den Strom hier rüber kriegen. Ja, denke ich mal, ne? So, darüber. Sieht doch gut aus, oder? Wie ist mit Verkehr? Ist es dadurch besser? Aber noch ist da grün, ne? Noch ist da grün. Und hier können wir dann definitiv Verkehr weiterleiten. Da brennt's. Ich will hoffen, dass da irgendwo eine Feuerwehr kommt. Da fährt schon der Feuerwehrwagen vor. Also alles gut. Gut, dann machen wir hier aber ein bisschen geschwungener. So. Und dahin. Passt, oder? Ja. Da fahren auch schon die ersten lang. Da hinten gibt es braune Bäume wegen, ne? Sag schon, ne? Ja. Passt. Gut. Wasser brauchen wir wahrscheinlich. Genau so ist es. Da ein bisschen lang und... Tja, da müsste man mal gucken, wie wir das da hinkriegen, ne? So, passt schon. Gut, okay. Und weitere Bewohner brauchen wir da. Und die Blauen wollen auch schon wieder. Komm, die Blauen können wir definitiv hier dran machen. Passt schon, ne? Und Grün machen wir natürlich hier noch bei. Da braucht keine Straße mehr rein. Das passt dann schon. Da auch noch. So, hat geklappt. Da wollten wir, glaube ich, freilassen. Hier eher nicht. Da lassen wir frei. Da bauen wir. Und da bauen wir auch. Hier müssen wir irgendwann auch mit der Straße rein, ne? Ich glaube so. Und ja, die ist ausgewählt. Ich denke so. Irgendwie. Bis so da hinten hin, ja. Und ich denke mal bis dahin. Nee, das gefällt mir nicht. Nee, was machen wir jetzt? Das war ganz verkehrt. So. So, passt. Und grün. Da schreit jemand nach Wasser. Soll er gleich haben, oder? Da. Passt. Gut, okay. Das waren die Schritte dafür. Da hinten müssen wir permanent und ständig abreißen. Irgendwie haben wir keine Arbeiter für dieses Viertel. Ist noch einer? Nö. Doch, da. Wo ist er? Doch nicht? Doch. Wo ist er denn? Ist es doch der? Keine Ahnung, welcher das ist.
Wird nicht angezeigt, nur ab und zu mal so. Der muss weg. Und der auch. Ja, kommt immer wieder. Ich kann ja stundenlang wahrscheinlich hingehen und abreißen. So, hier ist einer. Und da steht, was Arbeiter fehlen. Nicht genügend Arbeiter. Zu viele Schulen wahrscheinlich. Unsere Leute sind so schlau, die wollen das nicht mehr machen. Hier ist auch schon eine Industrie, die abgerissen werden muss. Holzarbeiter. Gut, da ist auch irgendwas. Gut, aber das ist erstmal wunderbar so. Ja. Jetzt sind wir bestimmt von dem abgekommen, was wir letztes Mal machen wollten. Ich glaube, Bezirke wollten wir weitere machen. Dann müssen wir das mal tun, oder? Einfach erstmal hier. Und dann machen wir einen größeren Klecks auf jeden Fall. Aha, herzlichen Glückwunsch. 7500 Mitarbeiter. Naja, nicht Mitarbeiter, aber Einwohner. Schon wieder was neu kaufen hier von der Größe. Steuerrichtlinien. Einzigartiges Gebäude und die U-Bahn ist frei. Entschuldigung. Bildungsschub. Einige Richtlinien können wir hier machen. Bürogebäude müssen wohl auch jetzt dazugekommen sein. So sieht's aus. Ein dicht besiedeltes Gewerbegebiet, dicht besiedeltes Wohngebiet und Bürogebäude. Doch, da sind sie. Und hier runter gibt's U-Bahn-Station, Universität und für Müllverbrennungsanlage. Ganz wichtig. Gut. Einzigartige Gebäude sind diese dann hier. Haben wir da was irgendwie? Ja, eigentlich nicht, ne? Und Errungenschaften, naja, da haben wir wahrscheinlich auch irgendwelche geschafft, aber ist jetzt nicht so von Bedeutung. Lawmaker. Pioneer, Power at your fingertips. Rolling endowed. Und well informed. Okay, wunderbar. Das ist ja schon mal prima. Ich muss dieses Industriegebiet dann nochmal ausweiten. Das ist nämlich eben schief gegangen, weil ich dachte, wenn man da so klickt, ne? Kann ich eigentlich hier und dann? Nein, kann ich nicht. Dann muss ich mir das merken, wo hier das Gebiet ist. Und das ist ungefähr hier so lang. So. Und dann machen wir noch ein neues. Da suchen wir ein bisschen raus und ich glaube, ich nehme mal die mittlere Stufe hier. So. Jetzt muss ich mal gerade WASD hier mehr benutzen. Und das ist ein Gebiet. Ja, komm, dann machen wir das noch bis dahin durch. Und dann haben wir da auch noch ein neues Gebiet. Wunderbar. So, rauszoomen geht so. Und wenn wir das jetzt machen, können wir irgendwo sehen, was das uns bringt. Nix. Auch nix. Auch nix. Auch nix. Auch nix. Was heißt das denn hier? Generische Industrie. Okay, weiß ich jetzt auch nicht. Ist jetzt auch nicht entscheidend. Gut, damit sind wir ein ganzes Stück weiter, würde ich sagen. Wir haben das gemacht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, halt dann unser Gebiet weiter auszubauen. Wie kann ich kippen? Das war drehen. Irgendwie konnte man noch die Ansicht auch kippen. Das war falsch. So ist reinzoomen. Maustaste. Ah, Maustaste drücken. Die dritte. Und dann kannst du auch ein bisschen so machen. Gut. Wir müssen gucken, dass wir dann die Müllverbrennungsanlage hinkriegen. Der Michael hatte ja gesagt, dass wir hier irgendwo in diesem Bereich das dann machen. Ist ja auch eine gute Idee. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge.
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.